Die PlayStation State of Play im April 2021. Ich war erst gespannt, dann verwirrt, dann enttäuscht und dann habe ich mich gefragt, warum ich diese Stadien überhaupt durchlaufen habe. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, habe ich und hat auch Sony das Konzept von Livestreaming-Events nicht so ganz verstanden. Oder mit anderen Worten, hey Sony, guck dir mal Nintendo Directs an. Wir müssen mal drei Sachen direkt vorne wegklären. Erstens, ich weiß, viele Nintendo Directs gab es jetzt gerade nicht in letzter Zeit, aber wenn es eine gab, dann war das zumindest eine, die einen gewissen Showcharakter hatte. Zum anderen muss ich eine Sache auch noch sagen, es geht hier in diesem Video in keinster Weise um Ratchet & Clank Rift Apart, welches im Juni exklusiv auf der PlayStation 5 erscheint. Dieses Spiel sieht absolut fantastisch aus. Also, okay, jetzt geht's doch ganz kurz um Ratchet & Clank. Habt ihr das gesehen? Wenn nicht, schaut euch das Gameplay an. Dieses Spiel sieht so unfassbar gut aus. Ich habe so groß Bock auf dieses Ding. Also Ratchet & Clank ist eh großartig, aber das Spiel ist, für mich zumindest, das beste PlayStation 5 Spiel aller Zeiten. Ja gut, das ist egal. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel und ihr solltet es auch. Aber Ratchet & Clank mal komplett ausgeklammert. Was ist mein Problem gewesen bei der State of Play im April 2021? Nun, es gab zwei Probleme. Das eine Problem kam von mir und das andere von Sony. Fangen wir mal mit dem eigenen Problem an. Ich glaube, meine Erwartungshaltung war dann doch irgendwie zu hoch. Und das ist sehr verwunderlich, denn eigentlich habe ich ja ursprünglich gesagt, hey, erwartet nicht so viel. Letztes Jahr Corona-Jahr, immer noch Corona-Jahr. Das dauert alles ein bisschen länger, die Shows können nicht so groß sein und die Spiele brauchen eben auch alle noch ein bisschen länger, beziehungsweise auch Hardware benötigt aktuell länger, bis sie denn verfügbar ist. Und deswegen weiß ich auch, dass man seine Erwartungen nicht so hochschrauben sollte. Es wird jetzt keine State of Play geben in den nächsten Monaten, wo es ein Ratchet & Clank, ein God of War, ein Last of Us und wie viele andere Spiele noch geben würde. Das ist absolut unrealistisch. Zum einen, weil die Teams gar nicht so weit sein können, Corona sei Dank, zum anderen, weil es absolut bescheuert wäre, all sein Feuer direkt rauszuknallen. Das ist eine dumme Idee, rein marketingtechnisch. Das heißt, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Mit dieser Erwartung bin ich aber auch nicht rangegangen. Ich hatte allerdings die Erwartung, dass ich eine gute Show bekomme, die mich einfach gut unterhält und dann bekomme ich noch etwas Ratchet & Clank, denn das war ja grundsätzlich auch schon angekündigt. Was aber ein wenig an mir vorbeiging, war die Ankündigung von Sony, dass es eigentlich in dieser State of Play grundsätzlich um Ratchet & Clank gehen soll und es halt noch ein paar Indie-Titel geben wird, die man ankündigen wird. Und ein paar, das traf ganz gut zu, denn ich meine zugegebenermaßen, die Übersetzung ist da ein bisschen schwierig von Englisch auf Deutsch, aber es waren halt ein paar. Also zwei und zwei ist ein paar. Es war Subnautica und Among Us für die PlayStation 4 und PlayStation 5. Beide Spiele sind nicht neu und bei Among Us ist halt nur die große Ankündigung, hey, es erscheint jetzt auch auf der PlayStation. Also in der Theorie gab es jetzt nicht wirklich Neuankündigungen in diesem Sinne. Und wenn ich jetzt für mich bewerten wollen würde, hey, wie war denn die Show und ich hätte diese Information noch aufgenommen, dann hätte ich gesagt, Ratchet & Clank sah fucking OP aus und die Indie-Titel, ja, da habe ich mir jetzt ein bisschen mehr versprochen, was sie hätten ankündigen können oder zeigen können. Aber wie gesagt, diese Erwartungshaltung hatte ich nicht, denn ich habe mich nicht richtig informiert, weil ich halt einfach dachte, ja, State of Play, geil, Show, ole ole. Du hast keinen Bock auf Standard, willst aber deine geliebten Funktionen nicht hergeben? Gönn dir Opera GX. Der Gaming-Browser basiert auf Chromium. Bedeutet, all deine geliebten Chrome-Erweiterungen kannst du einfach weiterverwenden. Und ja, ich weiß, was du jetzt denkst. Geil, Gaming-Browser. Was soll der denn jetzt haben? Hat er RGB? Ja, Mann, hat er! Und bekanntlich macht RGB ja auch alles schneller und besser. Opera GX kommt in verschiedenen Neonfarben daher und kann optisch komplett nach Wunsch angepasst werden. Und ja, der Browser hat selbstverständlich eine optionale Anbindung an dein RGB-Setup. Dein Gaming-Set, deine Smart Lights, ach eigentlich dein ganzes Haus, kannst du mit dem Browser quasi kombinieren. Dabei hast du viele verschiedene Optionen, wie stark und auf was genau deine RGB-Lichter reagieren sollen. Neben optischen Spielereien gibt es auch viel Nützliches. Auf Wunsch kannst du direkt Discord, Spotify, Twitch, Instagram oder auch WhatsApp in die Seitenleiste des Browsers integrieren. Dort findest du auch die GX Control und kannst zum Beispiel ressourcenfressende Tabs mit einem Klick killen oder auch dein Down- und Upload-Speed begrenzen. Meine beiden Lieblingsfeatures sind aber das Video-Pop-Out, dank dem ich Videos einfach immer in den Vordergrund legen kann, und dann gibt's ja auch noch DGX Corner. Hier bekomme ich immer alle neuen Spieleveröffentlichungen auf einen Blick und, noch viel geiler, welche Gratis-Games es gerade bei welchem Service gibt. Diese Features und noch viele weitere haben dazu geführt, dass Opera GX seit knapp einem Jahr mein Standardbrowser geworden ist. Daher auch mein persönlicher Tipp, check jetzt kostenlos Opera GX über den Link in der Videobeschreibung und als angepinnten Kommentar aus.
Nun habe aber nicht nur ich einen Fehler gemacht, sondern ich finde, auch Sony hat einen Fehler gemacht. Und liebe Fanboys, chillt, ganz ruhig, zuhören ist kein Hate gegen die PlayStation und, ich wiederhole mich gerne nochmal, überhaupt nicht gegen Ratchet & Clank. Ich glaube, Sony hat nicht so ganz das Konzept einer Live-Show dann doch verstanden, denn sie hätten ja grundsätzlich von vornherein alles so branden können, dass es eine State of Play Ratchet & Clank Show gewesen wäre. Zugegebenermaßen, auch dann wäre ich etwas enttäuscht gewesen, denn ich hätte irgendwie erwartet, dass man mir noch, weiß ich nicht, eine Ratchet & Clank Collection optimiert für die PS5 hinhaut oder irgendwie sowas in der Art. Also irgendwie noch so ein bisschen Ratchet & Clank Futter mit reinhaut. So wie es eben Nintendo auch was Special Directs für einzelne Franchises bzw. Spiele macht. Da gibt es immer noch so einen kleinen Pfiff, so ein kleines Extra obendrauf. Was Sony in dieser State of Play gezeigt hat, war einfach neues und zusätzliches Gameplay zu Ratchet & Clank. Und das ist zwar ganz geil, aber das Spiel erscheint auch erst in knapp 1,5 Monaten. Das heißt also, diese Art von Live-Show, wo man das eigentliche Spiel nochmal stärker präsentiert, die hätte sich ja so eine Woche oder vielleicht auch maximal 2 Wochen vor Release angeboten, um das Spiel dann auch nochmal wirklich zu hypen. So hat man jetzt eine State of Play rausgehauen, knapp 1,5 Monate vor Release, die, wie ich finde, überhaupt gar keinen Impact mehr hat. Mit dieser Show so früh jetzt neue Kunden erreicht, beziehungsweise neue Käufer, ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, das Spiel erscheint in 1,5 Monaten. Die Wahrscheinlichkeit ist durchaus vorhanden, dass die Leute das bis dahin auch schon wieder vergessen haben, was sie denn da eigentlich gesehen haben. Mir ist also nicht so ganz klar, was eigentlich der Sinn dieser State of Play war. Man hätte ja einfach noch zeigen können, welche Spiele für die PlayStation 4 und PlayStation 5 in den nächsten Monaten erscheinen. Und nein, kein Hate, dass Returnal nicht gezeigt wurde, das verstehe ich sogar, denn die State of Play hatte ein FSK bzw. ein Jugendrating von Everyone, also quasi FSK 6 oder FSK 12, irgendwas dazwischen von mir aus. Hätte man nun Returnal auch gezeigt, hätte man halt dieses FSK bzw. dieses Jugendschutzrating verloren und hätte es in Richtung FSK 16 branden müssen. Und das möchte man nicht, denn Ratchet & Clank soll ja hier der große Fokus sein und das soll ja eben auch Content für jeden sein und nicht für Core-Spieler. Deswegen verstehe ich grundsätzlich die Spieleauswahl in dieser State of Play, allerdings finde ich, man hätte einfach noch mehr zeigen können und man hätte auch etwas mehr auf das Line-Up trotzdem eingehen können. Meine große Kritik ist einfach, dass ich nicht verstanden habe, warum es diese State of Play gab. Sie hat, wie ich finde, Ratchet & Clank jetzt nicht so geholfen, dass die Verkaufszahlen hochgehen, weil der Release noch viel zu weit weg ist. Die State of Play hat mir aber auch keine neuen Spiele jetzt wirklich schmackhaft gemacht und auch wurden keine wirklich neuen Produkte angekündigt. Das heißt also, dieser komplette Event-Charakter, den eine Live-Show eigentlich meines Erachtens nach haben muss, hatte diese State of Play nicht. Und für das, was eine Live-Show, ein Live-Event für mich sein muss, war das eine sehr, sehr schwache State of Play. Ich meine, Sony hätte es auch State of Play Mini nennen können. Das war Nintendos Ausrede immer, wenn sie nichts zu zeigen hatten und irgendwie was zeigen wollten. Aber selbst diese Nintendo Direct Minis hatten meines Erachtens nach mehr Inhalt. Die größte Problematik, die ich aber hier sehe, ist, dass Sony ihr eigenes Online-Event-Format State of Play absolut entwertet. Und ab sofort sollte man seine Erwartungen bei einer State of Play eigentlich nur noch danach richten, wie lang diese sein könnte. Ist sie eine Viertelstunde lang, dann wird das höchstwahrscheinlich eine absolute Enttäuschung. Ist sie 30 Minuten lang, dann darf man ein wenig erregt sein. Ist sie eine Stunde lang, dann ist es die State of Play, auf die wir auch einfach gewartet haben. Und ich möchte dazu auch noch eine Sache zusätzlich anmerken. Weniger ist dann ja vielleicht doch mehr. Diese State of Play hätte man ohne Probleme mit der letzten State of Play zusammenfügen können und man hätte dann eine ganz akzeptable Show gehabt. Aber so verstehe ich den Sinn dieser Live-Show nicht. Und vielleicht könnt ihr mir in den Kommentaren ja schreiben, was der Sinn der State of Play war, warum es sie gab und warum man sie nicht vergessen sollte. Aber da bin ich sehr gespannt drauf. Und nochmal, missversteht mich nicht. Ratchet & Clank sieht großartig aus, die PlayStation 5 ist eine gute Konsole, aber dieses State of Play und dieses Konzept einer State of Play und eines Live-Events war halt absolute Grütze für sich genommen.